Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Videotutorial über FreeCAD. In diesem Videotutorial werden wir eine weitere Übung zur ParDesign Workbench machen. Wir werden dabei diesen Aschenbecher in Form eines Herzens konstruieren und bei dieser Gelegenheit über ein paar Punkte sprechen, die Workflow, Skizzenerstellung und ähnliche Dinge betreffen. Die eingesetzte FreeCAD-Version ist in diesem Fall die 014-3700 unter Windows 7 64-Bit. Vor Beginn der Übung vergewissern wir uns, dass unter Bearbeiten, Einstellungen, ParDesign diese drei Haken gesetzt sind bei Modelleinstellungen. Diese drei Haken habe ich gleich nach der Installation von FreeCAD gesetzt und lasse sie eigentlich immer drin für alle Übungen, die ich bei den Tutorials zeige. Wir werden also die Übung beginnen mit einer neuen leeren Datei in der ParDesign Workbench. Falls noch nicht passiert, bitte dorthin wechseln. Dann werden wir als erstes eine Skizze auf der XY-Ebene anlegen. Wir werden als Basisskizze für die ganze Konstruktion im Prinzip ein Dreieck verwenden. Das heißt also, über die Polylinie werde ich zuerst schauen, dass ich hier den Ursprung fange. Und dann werde ich hier ein Dreieck machen und mich vergewissern, dass diese Linie hier waagrecht oder horizontal ist. Und dann fange ich hier wieder diesen Endpunkt. Dann werde ich im nächsten Schritt alle drei Linien als Konstruktionslinien definieren. Dann werde ich diese beiden Linien mit einer Gleichheitsbeschränkung ausstatten. Dann werde ich diese beiden Linien mit einem Winkel von 80 Grad zueinander definieren und ich gebe dieser Linie eine waagrechte Beschränkung mit bzw. eine waagrechte Länge von 55 mm. Das ist die Basisskizze für unsere erste Operation, so gesehen. Jetzt werden wir noch den eigentlichen Linienzug für die anschließende Pad-Operation skizzieren. Wir werden dazu also mehrere Kreisbögen der Reihe nach machen. Ich vergewissere mich hier, dass er die grüne senkrechte Achse fängt und werde einfach mal einen Kreisbogen hier einzeichnen. Dann werde ich einen weiteren Kreisbogen einzeichnen, hier um diesen oberen Punkt. Ebenfalls werde ich einen Kreisbogen einzeichnen, etwa hier, und einen weiteren Kreisbogen und diesen Punkt. Dann werde ich mit Hilfe der Linienfunktion jeweils die Endpunkte der Kreisbögen miteinander verbinden, nämlich hier, und dann das Ganze noch einmal. Und dann das Ganze noch einmal. Er hat jetzt hier sogar automatisch schon die beiden Tangentialitäten gesetzt. Jetzt kann ich noch die zusätzlichen Tangentialbeschränkungen setzen. Jeweils immer vom Bogen zu der entsprechenden Linie werde ich eine tangentiale Beziehung setzen. Und hier das Ganze noch einmal. Hier das Ganze noch einmal und hier das Ganze noch einmal. Dann werde ich noch diese beiden Linien parallel setzen und diese beiden Linien. Dann werde ich noch in einem letzten Schritt, um die Symmetrie quasi zu gewährleisten, sagen, diese beiden Radien sollen gleich sein und als zusätzliche kleine Geschichte werde ich noch sagen, diese beiden Radien sollen ebenfalls gleich sein. Dann bleiben noch im Prinzip zwei Freiheitsgrade übrig. Also werde ich diesem Kreis hier einen Radius von 25 mm zuweisen. Na, ich sehe gerade, ich habe sehr klein gezeichnet. Ich gehe mal einen Schritt zurück
Und belasse mal kurz die 8 mm für einen kleinen Moment, weil ich gesehen habe, dass wenn ich jetzt hier 25 mm zuweise, dass er dann hier gleich in Straucheln kommt mit den entsprechenden Beziehungen. Also werde ich noch im ersten Schritt hier noch einen Radius von 3 mm zuweisen. Und dann kann man jetzt im Nachhinein auf die 25 mm ändern. Und schon funktioniert das hier in diesem Bereich. Und die Skizze ist vollständig definiert. Bei dieser Gelegenheit möchte ich gleich noch zwei Dinge zum Workflow im Sketcher ansprechen. Wir haben gesehen, dass wir hier mehrfach den Befehl Kreisbogen und Linie gebraucht haben. Es gibt unter FreeCAD die Möglichkeit zu sagen, unter Werkzeuge, Benutzer definiert. Dann kann ich hier unter dem Punkt Tastatur, wenn ich dann zum Beispiel umstelle, jetzt in meinem Fall auf Skizze, kann ich den einzelnen Befehlen, die im Sketcher verfügbar sind, um Linienzüge zu zeichnen und sonstige Operationen durchzuführen, aber auch um die entsprechende Beschränkung zu setzen, denen kann ich Tastaturkürzel zuweisen. Zum Beispiel für Parallelität erzwingen ist hier ein P zugewiesen auf der Tastatur. Ich habe mir auch manuell, wenn ich das noch richtig weiß, war da vorher, glaube ich, nichts eingetragen, habe ich für den Kreisbogen ein großes B verwendet. Wenn man etwas einträgt und das wird schon verwendet, bekommt man hier einen entsprechenden Warnhinweis. Dann kann man sich immer noch umüberlegen oder alles umdefinieren. Kein Problem unter FreeCAD. Genauso habe ich mir für Linie erstellen. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, ob dieses L schon standardmäßig zugewiesen ist oder ob ich das manuell zugewiesen habe. Auf jeden Fall kann man sich hier mehrere schöne Shortcuts zuweisen. Genauso für Selektion einpassen in 3D-Ansicht. Da habe ich ein Steuerung F zugewiesen für Full Zoom im Englischen quasi, damit ich über die Tastaturkürzel, wenn ich sie verwende, etwas schneller arbeiten kann. Ein weiterer Punkt hinsichtlich Workflow ist, für eine Skizze ist es sehr von Vorteil, im Prinzip so zu arbeiten, wie ich das hier jetzt schon mehrfach gezeigt habe und bisher eigentlich noch nie direkt angesprochen habe. Mein Workflow ist eigentlich immer, dass ich die Linienzüge als solches erst einmal prinzipiell zeichne, wie sie grob halt eben aussehen, mit allen Bögen, Linien, waagrechten und senkrechten Elementen und sonstigem. Dann vergewissere ich mich, dass die Linienzüge geschlossen sind. Also werde ich die Punkte mit der Koinzidenzbeschränkung notfalls belegen, falls ich da irgendwelche Lücken noch drin habe. Und dann kümmere ich mich der Reihe nach um die offensichtlichen Beschränkungen, die in der Skizze existieren. Zum Beispiel alle horizontalen und vertikalen Linien kann man, falls noch nicht automatisch passiert, mit den entsprechenden Beschränkungen ausrüsten. Alle Tangentialitäten kann man vergeben und man kann sich in einem ersten Schritt schon darum kümmern, hinsichtlich Symmetrie kann man eventuell so Sachen wie gleiche Länge oder gleiche Radius noch vergeben oder halt eben mit der Symmetriebeschränkung als solches arbeiten. Wenn ich dann noch die offensichtlichsten Bemaßungen in einer sinnvollen Art und Weise vergebe, lande ich meistens schon auf einer voll definierten Skizze, ohne dass ich irgendwie groß noch zusätzliche Arbeiten machen muss. Diese Arbeitsweise Schritt für Schritt sollte es uns eigentlich ermöglichen, in den meisten Fällen eine recht gute Skizze hinzubekommen. Wenn noch ein, zwei Freiheitsgrade übrig sind, zum Beispiel, hindert mich ja niemand daran, der Reihe nach mal an verschiedenen Linien zu ziehen, um zu überprüfen, bewegen die sich? Wenn ja, kann ich ja schauen, mit welcher Beschränkung kann ich das verhindern. Unter FreeCAD muss die Skizze nicht vollständig definiert sein. Es reicht auch eine Unterdefinition, aber eine Überdefinition lässt FreeCAD nicht zu im Sketcher. Das mal ein bisschen als kleiner Ausflug, wie man den Workflow verbessern und beschleunigen kann. Mit dieser Skizze sind wir also nun soweit fertig. Wir schließen die Skizze und wenden die Pad-Funktion an und werden 20 mm in positiver Z-Richtung austragen.
Wenn ich jetzt auf axonometrische Ansicht und einpassen, hier sieht man auch einen hinterlegten Tastatur-Shortcut, gehe, dann sieht also unser Herz schon mal prinzipiell soweit wunderbar aus. Im nächsten Schritt werden wir diese innere große Tasche herstellen mit Hilfe der Pocket-Funktion. Dazu wählen wir diese obere Fläche hier aus und werden eine Skizze auf dieser ausgewählten Fläche erstellen. Wir wählen wieder unser Polylinienwerkzeug aus und beginnen wieder mit unserem Dreieck, wie in der vorherigen Skizze auch. Wir versetzen wieder alle drei Linien in den Konstruktionsmodus. Dann werden wir wieder diese beiden Linien gleich lang machen. Dann kommt ein Winkel hinzu von 80 Grad. Dann geben wir noch diese Linie eine waagrechte Länge von 55 mm mit. Ich werde mir noch diese 55 mm etwas rausziehen, damit es optisch schöner aussieht. Im nächsten Schritt werden wir wieder unsere Kreisbögen und unsere geraden Linien einzeichnen, die Skizze dann wieder vollständig definieren und dann für uns die Tasche herstellen. Also, wir wählen wieder unsere Kreisbogenfunktion. Wir zeichnen zuerst unseren unteren Kreisbogen. Dann nehmen wir diesen Eckpunkt hier. Hier wieder einen Kreisbogen. Dann hier wieder einen Kreisbogen. Und noch hier ein letzter Kreisbogen. Dann mit der Linienfunktion werden wir diese Punkte hier wieder verbinden. Von Bogen zu Bogen. Wieder unsere Linie. Und noch hier eine letzte Linie von Punkt zu Punkt. So, die beiden Tangentialbeziehungen hat er schon gesetzt. Sehr schön. Dann machen wir mal gerade weiter. Diese beiden Elemente markieren. Tangentialfunktion. Und so an jedem Bogen an den entsprechenden Übergängen die Tangentialfunktion. Dann noch einmal hier. Und einmal hier. Die Tangentialfunktion. So. Dann hatten wir noch gesagt, diese Linie zu dieser Linie soll bitte schön parallel verlaufen und diese Linie zu dieser Linie ebenfalls parallel. Wir hatten noch die beiden oberen Radien gleich groß definiert und diese beiden Radien hatten wir ebenfalls gleich groß definiert. In diesem Fall werden wir auch hier sagen, dass die beiden kleinen Radien 3 mm Radius haben sollen und die großen Radien sollen einen Radius haben von 13 mm. Wir schließen die Skizze, stellen sicher, dass sie markiert ist und wenden die Pad-Funktion an, und zwar 15 mm geht es rein. Die Pocket-Funktion haben wir natürlich ausgewählt, nicht die Pad-Funktion. Und dann haben wir schon diese innere Tasche hier hergestellt. Im nächsten Schritt werden wir auf dieser oberen Fläche diesen Kragen erstellen. Dazu wähle ich also diese obere Fläche hier wieder an. Ich sage eine Skizze auf der ausgewählten Fläche, wähle wieder mein Polylinienwerkzeug, stelle sicher, dass er hier diesen Nullpunkt fängt, stelle sicher, dass hier wieder eine waagrechte Linie entsteht. Und wieder zurück zum Ausgangspunkt. Dann wieder alle drei Linien als Konstruktionslinien erklären. Diese beiden wieder gleich lang. Diese beiden sollen bitte schön einen Winkel von 80 Grad einschließen. Und dieser Linie geben wir wieder eine waagrechte Länge von 55 mm mit. Dann können wir im nächsten Schritt wieder unsere Herzkontur im Wesentlichen zeichnen, bestehend aus unseren Bögen,
die wir wieder der Reihe nach zeichnen. Zuerst alle vier Stück. Und dann wählen wir wieder unser Linienwerkzeug aus und fügen die entsprechenden Linien zwischen den Bögen ein. Linie für Linie. Wie man sieht, hat er hier nur die Tangentialität gesetzt und er hat den Endpunkt der Linie nicht richtig gefangen. Können wir gleich korrigieren, beide Punkte auswählen und noch die Koinzidenzbeschränkung hinzufügen. Und schon liegen die beiden Linien aufeinander und der Linienzug ist, wenn ich jetzt noch die letzte Linie hinzufüge, wieder in sich geschlossen. Die beiden Tangentialitätsbeschränkungen sind schon automatisch eingefügt worden von FreeCAD. Die hat FreeCAD schon von sich aus erkannt. Also machen wir wieder hier weiter und setzen die restlichen Tangentialitätsbeziehungen Stück für Stück. Jeweils immer vom Bogen zum entsprechenden Linienstück wird eine Tangentialität erklärt. Dann hatten wir ja noch gesagt, dass diese Linie parallel zu dieser Linie verlaufen soll und diese Linie parallel zu dieser Linie. Dann erklären wir noch jeweils die Radien für gleich groß. Und vergeben für diesen oberen Radius einen Radius von 22 mm. Und für einen der beiden Radien hier vergeben wir noch einen Radius von 3 mm Größe. Jetzt werden wir nochmal diese Kontur nochmal machen mit unterschiedlichen Radienangaben. Also sage ich wieder Bogen 1, dann werde ich wieder hier meinen zweiten Bogen setzen. Da kann ich gleich diesen Punkt packen und hier herüberziehen, dass es optisch ein bisschen schöner aussieht. Dann zoomen wir mal hier ein bisschen hin, packen hier die entsprechende Achse. Und dann zeichnen wir auch hier unseren Bogen wieder ein. Diesen Punkt ziehe ich auch mal gleich hier noch ein bisschen rum. So, dann werden wir als nächstes wieder mit unseren Linien die jeweiligen Endpunkte der Bögen miteinander verbinden. Und noch einmal hier. Und noch einmal hier. So. Und jetzt können wir wieder unsere Tangentialitäten vergeben und sagen, ihr beide sollt bitte schön tangential sein. Ihr beide ebenso. Ihr beiden auch. Dann werden wir hier noch eine Tangentialität setzen. Hier ebenfalls. Und wenn ich hier noch eine Tangentialität setze, müssten wir eigentlich komplett sein. Dann werde ich nochmal unsere Parallelität definieren. Hier ebenfalls nochmal eine Parallelität definieren. Dann setze ich die beiden Radien wieder gleich. Und die beiden Radien erkläre ich ebenfalls für gleich groß. Dann vergebe ich für diesen äußeren Radius einen Radius von 16 mm. Und für diesen unteren Verrundungsradius, sage ich mal dazu, ebenfalls 3 mm. Und schon sind wir wieder vollständig eingeschränkt. Wir haben alles richtig definiert, nichts ist zu viel definiert. Sehr schön, ich schließe also die Skizze
und wende in diesem Fall die Pad-Funktion an und trage diesen Kragen um 4 mm in positiver Z-Richtung aus. Das Ergebnis sieht dann so aus. Im nächsten Schritt werden wir uns nun um die Verrundungen kümmern. Dazu wähle ich diese Fläche aus, diese Fläche und diese Fläche. Dann drehe ich das Modell so, dass ich auch die untere Fläche hier auswählen kann. Ja. Und dann sage ich ja im Prinzip, ich möchte diese Flächen verrunden mit einem Radius von 1 mm. Ich sehe das hier auch schon in der Vorschau angedeutet. Das sieht wunderbar aus. Wir sagen axonometrische Ansicht einpassen. So sieht das doch wunderbar aus. Dann kümmern wir uns noch um einen Radius in der unteren Fläche, dass das auch optisch etwas schöner aussieht. Also wählen wir diese innere untere Fläche an und sagen, auch die würden wir gern verrunden. In diesem Fall nehmen wir mal einen Radius von 3 mm. Als nächstes werden wir uns der Reihe nach um diese vier Ablagekuhlen für die Zigarette, so nenne ich das jetzt einfach mal, kümmern. Wir werden also auf diese äußere Fläche mit Hilfe der Pocket-Funktion einen entsprechenden Durchbruch darauf modellieren bzw. erzeugen. Ich wähle also diese äußere Fläche jetzt aus, sage als nächstes, ich möchte wieder eine Skizze auf dieser Fläche erstellen und werde jetzt mit Hilfe der Polylinie sicherstellen, dass ich irgendwo starte. Wo ist erstmal völlig egal, das werde ich nachher mit entsprechenden Beziehungen und Bemaßungen vollends genau festlegen. Dann geht es ein Stück senkrecht nach oben, dann gehen wir schräg nach links oben, damit deuten wir eine Phase an, wir gehen waagrecht rüber, wieder etwas nach unten rein zu uns, dann gehen wir wieder senkrecht runter und schließen mit einem Rechtsklick die Polylinie-Funktion ab. Danach werden wir wieder einen Kreisbogen einzeichnen und zwar den Mittelpunkt starten wir hier mal grob in der Mitte. Dann stellen wir sicher, dass wir einen Endpunkt fangen. Den anderen können wir nicht fangen, weil der Mittelpunkt nicht in der Mitte ist. Also setze ich den einfach mal irgendwo hin. Dann markiere ich diesen beiden Punkte und sage, diese beiden Punkte sollen deckungsgleich bzw. identisch sein. Damit habe ich die Skizze als solches wieder in sich geschlossen. Und ich kann jetzt im nächsten Schritt die beiden Tangentialbeziehungen vergeben, die ich gerne haben möchte. Ups, da hat er die zweite Linie nicht gefangen beim Auswählen. Also nochmal das Ganze. Jetzt funktioniert das. Dann kann ich diesen Punkt hier schon einmal ein bisschen rausziehen. Ich kann sagen, dass die beiden Punkte, na, jetzt habe ich ihn wieder deselektiert. So, jetzt ist er wieder selektiert. Dass diese beiden Linien gleich lang sein sollen. Dann kann ich hier jeweils einen Winkel von 45 Grad definieren. Dann auch hier einen Winkel von 45 Grad. Dann kann ich definieren, dass diese Entfernung hier in... Halt, das war die falsche Funktion, wir brauchen diese Länge. Dass diese Entfernung 8 mm betragen soll. Dann, damit die andere Funktion funktioniert hätte, hätte ich ja zwei Punkte gebraucht und ich habe hier oben eine Linie eingewählt. Dann wähle ich diese beiden Punkte aus, sage ein waagrechtes Maß, gebe ich ebenfalls von 8 mm mit. Dann kennen wir ja noch die Gesamthöhe, die müssen wir ja auch noch festlegen. Jetzt gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage, dieser Punkt hat zu dieser Linie 24 mm Entfernung. Oder was ich natürlich auch machen kann, ist sagen, ich übernehme eine externe Geometrie, nämlich diese Kante hier. Und ich sage, dieser Punkt soll Element sein von dieser Linie. Ja, das wäre dann diese Funktion, Punkt auf ein Objekt festlegen. Und somit ist das hier im Prinzip deckungsgleich. Dann gebe ich dieser Linie noch eine senkrechte Länge von 2 mm mit
Und wenn ich jetzt noch sage, dass dieser Punkt von dieser Linie waagrecht betrachtet 10 mm entfernt sein soll, habe ich meine komplette Tasche definiert. Ich schließe also die Skizze und wende die Pocket-Funktion an und sage entweder Typ Abmessung und gebe dann eine Millimeterzahl an, oder ich sage zur ersten Oberfläche, zur ersten Begrenzungsoberfläche, die er findet. Das probieren wir mal aus, was jetzt passiert. Wunderbar. Er hat also die erste gesamte Oberfläche hier gefunden, also die innere Wand quasi, und hat bis dahin die Durchdringung gemacht. Ich sage okay, wunderbar. Und das ist schon die erste von unseren 4 Taschen, die wir hiermit entsprechend konstruiert haben. Also werden wir nun diese entsprechende Kuhle auf der anderen Seite konstruieren. Dazu wähle ich hier wieder diese Fläche aus, sage wieder Skizze auf der Fläche und werde genauso wie vorhin zuerst schauen, dass ich eine senkrechte Linie, dann hier eine entsprechende Phase hinbekomme, eine waagerechte Linie, wieder die Phase, dann geht es nach unten, Rechtsklick, Polylinienfunktion abschließen. Dann werde ich wieder meinen Kreisbogen von hier nach irgendwo hin entsprechend modellieren. Dann werde ich wieder diese beiden Punkte im Prinzip deckungsgleich bzw. identisch machen. Dann werden wir hier eine Tangentialität wieder vergeben. Auch hier wieder eine Tangentialität. Wir werden wieder sagen, diese beiden Punkte sollen gleich groß sein. Wir vergeben wieder unseren Winkel von 45 Grad. Dann auch hier vergeben wir unseren Winkel von 45 Grad. Dann hatten wir ja gesagt, das hier soll eine Entfernung haben von 8 mm. Und das hier soll ebenfalls eine Entfernung haben von 8 mm. Dann hatten wir noch als externe Geometrie diese obere Kante hier übernommen und gesagt, dieser Punkt, oder ich könnte auch genauso gut den natürlich nehmen, und diese Linie, da sage ich dann, das Objekt soll sich auf der Linie befinden, also das Objekt ist in dem Fall der Punkt. Dann haben wir noch 2 Freiheitsgrade übrig. Jetzt mal kurz schauen. Das ist auf jeden Fall schon mal diese Entfernung von 10 mm. Und dieser Linie hatte ich noch ein senkrechtes Maß von 2 mm mitgegeben. Und schon haben wir wieder alle Maße richtig gesetzt. Wir schließen wieder die Skizze, sagen Pocket-Funktion. In dem Fall sage ich wieder zur ersten Begrenzungsfläche, die du überhaupt findest. Und das ist entsprechend richtig gemacht worden. Die beiden Durchbrüche hier sind wunderschön erstellt. Die anderen beiden Durchbrüche hier können wir nicht, so wie diese beiden Durchbrüche, per Pocket-Funktion erstellen, weil wir keine gerade Fläche haben, auf die wir mit unserer Skizze aufsetzen könnten und anschließend die Pocket-Funktion durchführen könnten. Diese beiden Durchbrüche werden deshalb mit einer anderen Logik erstellt. Ich werde auf der XZ-Ebene eine Skizze erstellen, diese per Placement um den notwendigen Winkel drehen. Dann werde ich per Pad-Funktion eine Austragung machen und anschließend die beiden Körper voneinander per Boolesche Operation abziehen, damit der Durchbruch hergestellt wird. Ich werde also jetzt hier diesen kleinen schwarzen Pfeil anklicken, zur Drahtgitteransicht wechseln, dass man die Skizze etwas besser sieht. Und dann werde ich also eine Skizze erstellen auf der XZ-Ebene. Ich sage okay. Und jetzt kommt beim Erstellen der Skizze eine spezielle
Sache hinzu. Wenn ich jetzt im Prinzip die gleiche Skizze zeichnen würde, wie ich sie hier für die ersten beiden Durchbrüche gebraucht habe, dann würde FreeCAD beim Durchführen der Boolschen Operation eine Fehlermeldung bringen und sagen, das sind ungültige Körper. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass die Endfläche gekrümmt ist und noch so ein paar kleine Dinge. Und ich habe in dieser Form also immer bessere Erfahrungen gemacht, wenn bei Boolschen Operationen sich die Körper nach Möglichkeit überlappen und die Flächen sich nicht berühren. Wenn die Flächen sich berühren, das kann eventuell zu solchen Problemen dann führen. Also werden wir hier die Skizze ein klein wenig anders gestalten, aber nicht arg viel. Ich werde also wieder hier in diesem Falle meine senkrechte Linie zeichnen, wieder meine Phase, wieder hier die waagrechte Linie, wieder die Phase andeuten. Es geht senkrecht runter, ich schließe die Funktion ab. Dann sage ich auch hier wieder meinen Bogen. Ich fange hier und setze den Endpunkt einfach irgendwo hin und sage als nächstes wieder die üblichen Verdächtigen. Die beiden Punkte werden miteinander verheiratet. Hier setze ich eine Tangentialität. Hier haben wir ebenfalls Tangentialität. Dann hatte ich ja in dem Fall noch gesagt, ihr beiden seid gleich. Hier kann ich noch sagen, hier setze ich noch eine Symmetrie. Dann hatten wir ja gesagt, die Entfernung von hier zu dieser Linie waren unsere 8 mm ursprünglich, aber ich mache nochmal einen Doppelklick drauf und ändere das jetzt ausnahmsweise um in 9 mm. Damit ich diese Überlappung zeichnen kann, von der wir gerade gesprochen hatten. Denn das hier mache ich jetzt keine 24 mm, sondern 25 mm. Und dann muss ich natürlich auch dem hier keine senkrechte Länge von 2 mm, sondern von 3 mm mitgeben. Wir hatten noch hier einen Winkel vergeben von 45 Grad. Bedingt durch die Gleichheit und die Symmetrie brauche ich hier keinen Winkel von 45 Grad angeben. Und dann fehlt ja im Prinzip nur noch als letzte Angabe, dass diese beiden Punkte waagrecht 8 mm voneinander entfernt sind. Ich schließe jetzt die Skizze. Ich kann mal gerne noch zur Originalansicht zurückwechseln. Man sieht, die Skizze ist jetzt hier so im Raum. Und wir erinnern uns, dass wir ganz am Anfang diesen Hauptwinkel im Dreieck mit 80 Grad definiert hatten in den ersten drei Skizzen. Das heißt, ich muss diese Skizze jetzt um die Z-Achse drehen. Mathematisch betrachtet ist der Uhrzeigersinn positiv und der Gegenuhrzeigersinn negativ. Also stelle ich sicher, dass diese Skizze markiert ist. Dann kann ich hier in den Datentab wechseln und über Placement sagen, ich möchte die Änderungen an der Skizze Schritt für Schritt durchführen und in diesem Fall werde ich sie dann quasi inkrementell durchführen. Ich wähle als Achse die Z-Achse aus und muss jetzt um den halben Winkel, den wir vorhin definiert hatten, mathematisch gesehen negativ verdrehen, damit ich die erste Tasche in dem rechten Ohr des Herzens quasi als Durchbruch herstellen kann, festlegen. Also sage ich hier als Winkel minus 40 Grad und wir sehen hier auch schon im 3D-Fenster, die Skizze ist richtig verdreht worden. Mit OK übernehmen wir. Ich möchte eine Pad-Funktion herstellen. Und zwar in die andere Richtung, bitteschön, um von mir aus 70 mm. Ich sage okay. Und jetzt sehen wir hier, was ich vorhin angesprochen habe, diese Überlappung der Körper. Ansonsten wäre diese Fläche und diese Fläche gleich. Und da macht er zumindest hier in dieser FreeCAD-Version Probleme. Wenn ich jetzt anschließend sage, ich wechsle in die Part Workbench. Ich markiere zuerst den Körper Pocket 02.
Dann halte ich unter Windows die Steuerungstaste gedrückt für Mehrfachauswahl und markiere auch noch diesen anderen Körper, diesen Pad 002 in diesem Fall, und sage, schneide mir bitte die beiden Formen, indem du von dem zuerst markierten Körper den zweitmarkierten Körper abziehst. Die Operation wird durchgeführt, keine Fehlermeldung, wunderbar, dieser Durchbruch wurde somit erfolgreich erstellt. Und sieht wunderbar aus. Also bleibt uns nur noch den zweiten schrägen Durchbruch herzustellen mit im Prinzip der gleichen Vorgehensweise wie hier. Also wechsle ich zurück in die Part Design Workbench. Dann klicke ich hier in das leere Feld, um die Selektion hier aufzuheben. Sage, ich möchte eine Skizze erstellen auf der XZ-Ebene. Sage OK. Ich wechsle zurück in die Drahtgitteransicht, damit es optisch etwas schöner wird. Dann zeichne ich mit Hilfe der Polylinienfunktion wieder diese Skizze. Schließe jetzt mit einem Rechtsklick ab. Danach kommt wieder der Bogen. Mittelpunkt auf der grünen Achse, den ersten Punkt fangen, den zweiten Punkt setzen wir einfach mal irgendwo hin. Dann werden diese beiden Punkte miteinander deckungsgleich gemacht. Dann setzen wir hier die Tangentialität, hier ebenfalls. Dann können wir noch sagen, diese beiden Linien sind gleich lang. Dann können wir hier noch einen Winkel von 45 Grad festlegen. Wir können noch sagen, die beiden Punkte sind bezüglich dieser senkrechten Achse symmetrisch. Dann können wir beide sagen, diese beiden Punkte sind 8 mm voneinander entfernt. Dieser Punkt ist von der waagrechten Linie lotrecht so gesehen 9 mm entfernt. Diese Linie hat in senkrechter Richtung eine Länge von 3 mm. Und dann können wir noch sagen, diese beiden Punkte sind in vertikaler Richtung 25 mm entfernt. Wir schließen die Skizze. Vollständig definiert war sie ja, wunderbar. Im Datentab sagen wir dann über Placement, Änderungen an Object Placement inkrementell übernehmen. Diesmal verdrehen wir um die Z-Achse im Winkel von 40 Grad. Positiv, wir sehen, die Orientierung stimmt. Wir sagen OK. Wir wenden wieder die Pad-Funktion an. Wir drehen die Richtung um, damit die Richtung stimmt. Wir überschreiben den Wert und sagen 70 mm. Wunderbar. Ich kann mal noch gern zur Originalansicht zurückwechseln. Und dann werden wir noch in der Part Workbench sagen, von dem Körper Cut möchten wir gern den Körper Pad 003 abgezogen haben. Aktion ist ausgeführt. Isometrische Ansicht einpassen und wir sind im Wesentlichen mit der Übung fertig. Nehmen wir mal an, ich möchte jetzt auch noch die 3D-Daten dieses Körpers zum Beispiel zu einem 3D-Drucker geben. Dafür brauche ich das Format STL im Normalfall. Wie funktioniert das nun als Export von FreeCAD aus? Im Prinzip kann man sagen, unter FreeCAD sind die verschiedenen Solids, die im Laufe der Operation erstellt wurden, ja immer noch da. Sie sind nur ausgeblendet. So gesehen ist das letzte, das Top-Level-Solid, könnte man vielleicht sogar sagen, nur eingeblendet und die anderen sind ausgeblendet. Ich wähle also das entsprechende Solid an, das ich exportieren möchte. In diesem Fall hier. Die Endform dieses Cut 001 und sage dann Datei exportieren. Ich wähle das entsprechende Verzeichnis aus, völlig klar, und wähle dann bei den Formaten hier
hier zum Beispiel Mesh-Formats, STL und OBJ und wie sie auch alle heißen, aus. Dann vergebe ich hier einen Namen und sage Herzascher. Und da mehrere Formate möglich sind, gebe ich noch über Punkt auch gleichzeitig die Dateiendung mit, die richtige, in dem Fall STL. Dann sage ich Speichern. Und wenn ich jetzt zur Sicherheit in einem neuen leeren Dokument mal die Datei importiere, um sie zu überprüfen, dann kann ich sagen Importieren, Herzascher STL, ich öffne und er hat alles wunderbar soweit exportiert, dass es wieder importierbar ist, zumindest unter FreeCAD. Ich kann auch noch kurz hier im Drahtgittermodus mir mal anschauen, wie viele Dreiecksflächen, denn STL ist ja ein Format, das aus vielen kleinen Dreiecken besteht, hier mitgegeben wurden. Ja, das war's. Wir sind am Ende des Tutorials angelangt. Ich hoffe, ich konnte wieder ein paar interessante Sachen zeigen und würde mich über Kommentar jedweder Art freuen und hoffe, wir sehen uns in einem weiteren Tutorial mal wieder. Auf Wiedersehen!